Okay, die... Die Assassinen ziehen sich zurück. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass wir auch brennen. Also sowohl wir und als auch der Ifrit. Schnell! Hier! Bereit, sofort! Mir nach! Achtung! Hau bitte den weg, der angeschlagen ist. Zurück mit euch! Vorsicht! Zurück mit euch! So. Vorsicht! Zu zweit sollten wir die schaffen. Zeit zu sterben. Vorsicht! Verteidigt euch! Gut. Da kommt Craig auf einmal aus dem Aonir-Tempel. So, jetzt können wir ein Herzsucher benutzen und den Nachtwind dann als letztes. Ihr wart siegreich. Gut. Die üble Saat greift in meinem Volk schneller um sich, als ich dachte. Ich nehme nun das Siegel. Es scheint außerdem so, als bräuchte dieses hohe Haus einen neuen Botschafter. Das wird ein guter Anfang sein, um meine Heimkehr vorzubereiten. Ihr wusstet, dass er mich angreifen würde, nicht wahr? Ich gebe zu, ich habe es erwartet. Geschwächt, wie ich bin, wäre das sicherlich mein Ende gewesen, aber ich wusste, ihr würdet siegen. Ihr habt schon Schlimmeres überstanden, Freund. Das stimmt wohl. Aber das nächste Mal sagt mir vorher Bescheid, wenn eine Horde wilder Norkane auf mich losgeht. Mir könnt ihr immer noch vertrauen, Craig. Ihr habt recht, verzeiht, Freund. Die Jahre des Exils haben mich misstrauisch gemacht. Ich verstehe. Nun, es ist soweit. Das ist dann lebt wohl, Craig. Viel Glück bei eurer Heimkehr. Lebt wohl, Freund. Ich werde euch nie vergessen. Ja. Das war der die Quest der letzte Drakon. Da geht er nun dahin. Und wir gehen jetzt erstmal Hardiko spielen. Also das wüsste ich nicht, mit wem wir noch reden könnten, außer mit der Stadtwache hier, aber wozu? Ich muss nur noch gucken, ob ich es zusammenkriege mit dem Hardiko. Oh, ich habe wieder ein Herz übrigens. Weil ich weiß Folgendes noch. Der Trickster ist launisch. Kann entweder von einem geschlagen werden oder wird von einem geschlagen. Der Held kann alles schlagen, kann dann aber nicht mehr im Endkampf mitkämpfen. Hm.
Ist die Frage, ob ich irgendwas opfere gegen den Helden, zum Beispiel meinen Trickster? Oder ob ich den Trickster opfere? Statt der Seen, westliches Heldenmonument müsste das gewesen sein. Ja, da unten sind noch die Wächter, da oben sind die Teufel. Da ist mein Golem. Da ist immer noch Irin. Auch wenn es verrückt klingt, ich glaube, die letzten 5 Punkte packe ich in Intelligenz. Dann haben wir überall eine glatte Zehnerzahl. Ja, machen wir das so. So, da ist Zerbo wieder. Ich speichere mal hier zur Sicherheit. Ah, ich wollte ja eine Partie haben. Was ist? Ein uraltes Spiel. Das hier, das Spiel ist für zuerst werden 5 Zweikämpfe. Nachdem die Figur. Aber ja. Der Held, der Trickster ist an diesem nach 5 Zweikämpfen. Mhm. Ach ja. Gut, treten wir an. Ihr habt alle HDK-Puppen. Sehr gut. Nun zeigt, ob ihr auch zu spielen versteht. Die Partie beginnt. Also der Erzmagier tritt nicht an. Ich spiele den Trickster. Könnte jetzt meinen eigenen Trickster spielen, in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig töten. Ich könnte aber auch einfach meinen Helden spielen. Ja, welche Figur soll gegen die Figur des Gegners geschickt werden? Schicken wir den Helden. Da ist der Trickster weg, aber auch mein Held. Und ja, das Deko-Spiel kann wohl eine Weile dauern. Währenddessen muss ich überlegen, wie war es? Der Torwächter schlägt, glaube ich, den Mentor. Der Mentor schlägt den Schatten und der Schatten schlägt den Torwächter, war es, glaube ich. Oder war... Diese Runde habt ihr gewonnen. Ich spiele den Schatten. Versuchen wir es mit dem Mentor. Weil ich weiß, mein Schatten ist schwächer als sein Schatten. Okay, es ist genau andersrum. Okay, nochmal das Ganze bitte. Sorry, dass ich jetzt lade.
dass ich so ein Cheater bin. Ah, wollt ihr ein... Gut. Ihr habt nun Zeit. Ich spiele den Trickster. Also der Mentor schlägt den Torwächter. Der Torwächter schlägt den Schatten. Den Helden. Ach so, und der Trickster war auch stark wahrscheinlich. Das war der Grund, warum er so lange gebraucht hat, bis er down ging. Müsste es halt am Schluss so hinkriegen, dass sein Erzmagier... diese Runde habt ihr gewonnen. Dass sein Erzmagier alleine gegen meinen Erzmagier und meine drei anderen Puppen steht. Also mein Mentor, mein Schatten und mein Torwächter. Das heißt 4-1. Also Torwächter ist Elementarschläger. Ich spiele den Schatten. Den Torwächter also. Es geht eigentlich nur darum zu wissen, diese Runde habt ihr gewonnen. Welche Figur stark gegen welche ist. Also das ist Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also Elementar schlägt Dunkel, Dunkel schlägt Weiß und Weiß schlägt Elementar. Das ist die Reihenfolge. Oder Mentor ist vielleicht Mentalmagie eher als Weiße Magie. Ich spiele den Mentor. Gut, da wissen wir, dass der Schatten stark gegen ihn ist. Also den Schatten schicken. Und ja, der Mentor ist Mentalmagie eher. Diese Runde habt ihr gewonnen. Gut. Okay, er spielt den Helden, also schicken wir jetzt unseren Trickster einfach als Opferlamm. Weil gegen den Helden kann nichts gewinnen und der Trickster ist... Ja. Ugh!
Lieber gehen wir halt auf Nummer sicher. Der Held ist, damit ist sein Held jetzt raus. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob er noch im Endkampf... Diese Runde habe ich gewonnen. Ja, ich weiß halt nicht, ob er noch im Endkampf auftauchen wird, der Held. Also Held gegen Held hätte ich verloren. Weil seine Figuren, wie gesagt, etwas stärker sind als meine. Wenn es nicht gerade die richtige Figur ist.